Wo wollen wir eigentlich hin? Wo wollen wir denn noch hin? Seit 1990 hat sich die Produktion auf unserem Planeten verdoppelt. Produktion und Dienstleistung, 100% Steigerung in nur 25 Jahren. Aber ist dadurch unsere Welt reicher geworden? Für einige wenige ja, für viele nicht. Ist das der Preis der Globalisierung? Ich bin überzeugt davon, dass in unserem System einiges falsch läuft. Könnte es eventuell mit unserem Geldsystem zu tun haben? Vielleicht erinnern Sie sich noch vor wenigen Jahren, noch nach Lehman Brothers, die Werbung unserer Kreditanstalten. Zweistellige Renditen sind machbar. Ich glaube, am weitesten ging Herr Josef Ackermann mit seinen Prognosen. Ich möchte das mal für ein ganz einfaches Rechenbeispiel, das ich wirklich sehr vereinfacht gemacht habe, Ihnen mal etwas näher bringen. Wenn ich knapp 10% Zinsen oder Rendite im Jahr erwirtschafte, dann wäre es möglich, mein Vermögen innerhalb von 10 Jahren zu verdoppeln. Vereinfacht. Ein Kind wird geboren. Nennen wir es mal Paul. Paul ist gut. Nennen wir es Paul. Paul ist ein kleiner, wohlhabender Glückspilz. Denn seine Familie hat für ihn in einem Steuerparadies einen Fonds eingerichtet von 1 Million Dollar. Wenn unser Paul 10 Jahre alt ist, verfügt er schon über 2 Millionen. Und wenn er Jugendliche 20 ist, dann sind wir bei 4. So, und jetzt wird spannend. Die Kurve wird dynamisch. Sollte unser Paul einmal 100 Jahre alt werden, so darf er sich Milliardär nennen. Und jetzt vergessen wir mal Paul. Ich möchte, dass Sie in Dynastien denken. In Familienclans, wo das Vermögen über viele Jahrhunderte weitergereicht wird. Das machen Sie zu Hause. Denn ich verspreche Ihnen jetzt, Ihnen wird schwindelig werden. Unser Geldsystem hat einen entscheidenden Nachteil. Man könnte nämlich hingehen und sagen, gut, gönnen wir dem Paul das Geld und Familienclans, da haben wir schöne Zeitschriften, Celebrity oder wie sich das nennt oder sowas. Und wir haben tolle Fernsehserien. Wie hieß das? Dallas Dynasty, Denver oder heute die Geissens. Der große Nachteil jedoch ist, dass an unserem Zinseszinssystem, dieses System ist auf Schulden aufgebaut. Das bedeutet, das, was der eine hat, das fehlt dem anderen. Und dementsprechend wird die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergehen. Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren hat sich jemand wie kaum ein anderer mit Lösungsansätzen und einem alternativen Geldsystem beschäftigt. Er ist für viele von uns die Einstiegsdroge in alternatives Wissen geworden. Sein sogenannter Plan B ist in 6 Sprachen übersetzt worden und überall auf der ganzen Welt informiert man sich über unseren nächsten Redner. Meine Damen und Herren, ich freue mich wie ein Schnitzel. Bitte begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Herrn Andreas Popp. Warten Sie erst mal ab.
ob das alles so gut wird, wie Sie sich das wünschen. Ich grüße Sie herzlich. Es ist sehr spannend. Ich habe jetzt heute hier eine ganze Menge gehört und wenn ich als Letztes dran bin, dann ist es für mich natürlich immer ganz spannend, weil ich sehr genau zuhöre, was meine Vorredner alles zum Besten geben und ich dann entsprechend natürlich meinen Vortrag oder meine Analysen dazu eben halt entsprechend aufbaue während des Vortrages. Ich habe nichtsdestotrotz sogar als Einziger, was ich normalerweise gar nicht mache, eine PowerPoint-Präsentation dabei, die ich einsetze, falls es sich ergeben sollte gleich. Normalerweise bin ich immer der Einzige, der keine hat. Außer wenn Herr Schachtschneider dabei ist, der verzichtet da auch drauf. Und das liegt nicht nur an der Unkenntnis mit der Computertechnik, sondern eben halt auch schlicht und ergreifend, weil es sehr spannend ist mit den, ja, es ist ja doch heute schon eine recht interessante Zeit, in der wir leben. Wir nehmen ja auch auf viele Bürger gar keine Rücksicht mehr. Wenn ich also heute am Flughafen bin, alleine in Deutschland, in Frankfurt, man kommt ja in Deutsch kaum noch durch. Ja, also in deutscher Sprache, da gibt es einen Ticket-Counter und da gibt es einen Info-Service-Point und was auch immer, aber als Deutschsprachiger kommt man relativ schwer durch dieses Land und das finde ich schon bedenklich. Aber wir sind ja eben halt zum Eigenhass auch erzogen worden. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die Jungs von den draußen, die heute Morgen da waren, die antideutschen Faschisten, dass die hier drin sitzen würden und sich das einfach mal mit anhören, was wir hier sagen. Also ich sehe ja hier nur Rechtsextremisten, das ist ja unglaublich. Also man sieht bei jedem wirklich die Brutalität im Gesicht geschrieben und jeder hat zu Hause irgendwelche Nazi-Büsten stehen. Das ist einfach absurd, in welch einer Welt wir uns bewegen. Aber die Nummer funktioniert auch nicht mehr. Denn rechts, links ist beliebig auswechselbar. Nehmen wir mal die Pegida mal als kleines Spiel. Die Pegida sind ja eigentlich Linke. Weil sie wollen ja den Islamismus, nicht den Islam, sondern den Islamismus reduzieren oder verhindern. Und Islamisten sind traditionsgemäß Antisemiten. Also sind ja die Pegida-Anhänger diejenigen, die die Überflutung von Antisemiten in Deutschland verhindern wollen. Und jetzt kommt die Linke, die ja eigentlich die Rechte ist, und versucht nun, den Antisemitismus ja salonfähig zu machen. Merken Sie, das ist jetzt nur ein Wortspiel, aber wie absurd wir mittlerweile sind, als wir... Als wir die Montagsdemos hatten vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr, da wäre ich ja auch mal einmal oder zweimal aufgetreten, weil ich bin kein politischer Aktivist, sondern ich bin jemand, der forscht und das ist mein Leben und ich verbringe einen Großteil meiner Zeit damit, wirklich für mich alleine zu sitzen in Kanada und wenn man von mir nichts hört, liegt das nicht daran, dass ich nichts tue, sondern einfach, weil ich denke und man braucht zum Denken auch viel Zeit. Und das Problem ist, dass wir heute sehr schnelllebig sind und ganz schnell mal etwas durchfuhrwerken und dann eben halt nicht durchdenken. Und Gedanken entstehen natürlich auch auf der Basis von Empfindungen. Und Empfindungen sind wieder etwas anderes als Gefühle und auch etwas anderes als die Ratio. Denn wir sind mit zwei Gehirnen ausgestattet. Einmal mit dem rationalen Gehirn, das heißt unser Verstand, der völlig überzüchtet ist, der ist in der Lage, die absurdesten Dinge zu konstruieren, Atomkraftwerke zum Beispiel. Hätten die Neandertaler vor 10.000 Jahren Atomkraftwerke gebaut, dann müssten wir heute noch die Entsorgung regeln. Man muss sich das mal vor Augen führen. Das ist so absurd. Das kann nur ein krankes Gehirn machen, aber niemals ein gesunder Geist. Und wir müssen lernen, dass unser Geist der eigentliche Aufsichtsrat ist über unser Gehirn. Unser Gehirn ist zu allem fähig, der ist sogar in der Lage, Atomwaffen zu bauen und Kriege zu installieren und das, was wir hier gerade jeden Tag erleben. Und wir sehen, dass dieses Gefühl, was wir alle in uns haben, man durchweg mit der Gefahr des Niederganges der Menschheit bezeichnen kann. Wenn man mal ganz tief in sich hinein achtet, dann stellt man fest, meine Empfindung. Und bitte lösen Sie mal die Empfindung von dem Gefühl. Gefühle sind auch sehr emotional, Neid, Gier, Missgunst und was auch immer, Triebe, sondern einfach mal eine Art Messinstrument, wenn ich mir diese Welt jetzt hier so ansehe, ist das in Ordnung oder ist das falsch? Das ist das, was uns die Empfindung anzeigt. Das ist also wie ein Messinstrument, ein physikalisches. Und darauf sollten wir langsam wieder mal zurückkommen. Und dazu brauchen wir auch in irgendeiner Form eine Ruhephase.
und einen gesunden Verstand in Verbindung mit dem Aufsichtsrat des Geistes, der das Ganze überwacht. Denn sonst kriegen wir mit Ethik und Moral gar nichts mehr hin. Und ganz ehrlich jetzt, die Prognosen, die wir haben, sehen schon nicht so toll aus. Das war ganz deutlich. Und jeder spürt es im Innern. Und das macht auch jedem Angst. Und die Absurdität liegt darin, dass die meisten Leute eben halt nicht mitdenken, ganz schnell etwas verstehen wollen und ganz schnell ein Urteil haben, auch sofort darüber referieren, gleich anfangen, letztendlich auch als Lehrer aufzutreten, weil sie vielleicht mal irgendwo ein Buch gelesen haben. Das gibt es ja oft so. Ich habe das gesehen ich habe mich ja nun viel mit Finanzsystemen beschäftigt. Ich denke da zum Beispiel, ich habe mich irgendwann mal mit der österreichischen Nationalökonomie beschäftigt. Ich kannte Herrn Bader und fand das auch mal ganz gut. Und bis man dann irgendwann lernt, wo die Fehler sind, dann kommt man weiter in der Entwicklung und dann stellt man auch die Zusammenhänge fest. Was ist eigentlich Freiheit? Dann gibt es die Liberalen, die Neoliberalen, dann gibt es die Libertären, dann gibt es die Anarchokapitalisten. Es gibt ja so unglaublich viele verschiedene Systeme. Es gibt aber auch einen Kommunitarismus, vielleicht kennt man den. Der Kommunitarismus ist die Lehre von einem Menschen im Rahmen seines Umfeldes, dass er natürlich auch in einer sozialen Verantwortung steckt, wie zum Beispiel Familie, Sippe oder das Dorf. Ich möchte in Anbetracht der vielen Zahlen und Daten vielleicht einfach mal so ein bisschen hier in die Philosophie einsteigen, weil das finde ich ganz spannend, weil das auch vielleicht ein bisschen den Geist anspricht, der leider bei uns verschüttet ist, weil die meisten Menschen von uns, ich inklusive, sind geistig stark behindert. Nicht verstandesbehindert, sondern geistig behindert. Das ist viel schlimmer. Ich habe einen Schwager, der leidet an den Trisomie, also an Down-Syndrom. Also Mongoloid, wie man früher sagte, der hat zum Beispiel ein großes Verstandesproblem, aber geistig ist er unglaublich auf der Höhe. Ja? Während ich feststelle, wenn man es mal durchdenkt, dass ich eigentlich der geistig Behinderte bin, aber verstandesmäßig wunderbar funktioniere. Und das ist eben halt die Dinge, die wir diskutieren müssen. Ich möchte, dass wir anfangen, die Dinge einfach zu hinterfragen. Wir haben gerade so einen Begriff gehabt wie die Globalisierung. Es gibt ja für jeden Begriff Gegenbegriffe. Wie ist der Gegenbegriff von schwarz? Weiß, heiß, gegen ist kalt. Wie ist der Gegenbegriff von Globalisierung? Muss man drüber nachdenken. Es fällt da nicht sofort ein, weil es gibt man kann jetzt sagen Regionalisierung oder wie auch immer, aber man muss jetzt erstmal drüber nachdenken, weil es gibt nicht einmal einen geraden Begriff dafür, wo man sagen könnte, okay, es gibt hier zwei Alternativen, ich bin für oder gegen, aber es gibt nur einen Begriff. Das sollte einen stutzig machen. Hier merkt man, wie wir mimetisch belegt werden. Früher nannte man das Zensur, heute nennt man das politisch korrekt. Ja, es ist halt so, es ist politisch korrekt. Und so wird uns die Möglichkeit der Kommunikation entzogen. Das ist ein Problem und das haben wir ständig. Nehmen wir den Begriff Antisemitismus, eins der meistgebrauchten Worte, die gerade draußen waren. Wie ist eigentlich der Gegenbegriff? Geben Sie mal Semitismus in den Computer ein. Da kommt sofort Antisemitismus, finden Sie gar nicht. Was ist das? Ja, das sind so Begrifflichkeiten, die so äußerst kritisch sind, die man gerne nutzt eben halt für politische Maßnahmen, um Menschen klein zu halten. Ja, und ich habe sehr viele Freunde beispielsweise in Tel Aviv. Ich habe unglaublich viele Juden, die leiden übrigens unter ihrer Regierung genauso wie wir unter unseren. Ja, da gibt es unheimlich viele Parallelen zwischen unseren Völkern und man sollte sich darüber mal auch unterhalten. Man sollte sich auch darüber mal unterhalten. Gut, also wir müssen feststellen, dass wir eben halt mimetisch ziemlich stark belegt sind. Mein Thema soll heute sein, ich glaube, ich gehe doch ein bisschen rein, das Thema Banken und Geld. Ich möchte eines sagen, das Geldsystem ist eigentlich gar nicht unser Hauptproblem, sondern das Geldsystem ist eine Waffe, mit der es funktioniert. Es geht ja nicht um Geld. Geld drucken kann man selbst, das können die. Also es gibt ja bestimmte Institutionen, die das können und ich will hier nicht das Bankensystem klarstellen. Wir haben ja eine völlig unübersichtliche Geschichte und die ist eben halt globalisiert. Da gibt es eine IWF, ein IWF, da gibt es eine Weltbank, da gibt es eine OECD, eine WTO, da gibt es ein Plunge Protection Team, da gibt es eine BITS. Das sind alles Banken. Wer von uns weiß eigentlich, was die machen? Das wissen die teilweise selber nicht.
das ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, stellt man fest, wenn etwas so verklausuliert wird, mit so vielen Nebelbomben gebaut wird, gearbeitet wird, dann wird hier etwas natürlich so verkomplext, dass die Leute über diese Dinge diskutieren, aber die eigentlichen Grundfragen gar nicht stellen. Die Frage des Geistes oder auch die Frage des Eigentums. Natürlich bin ich für Eigentum. Wenn ich mir etwas erarbeite, dann muss das mein Eigentum sein. Die Frage ist nur, kann ich alles zum Eigentum machen, was es gibt? Oder gibt es bestimmte Dinge, nehmen wir mal an Land, Grund und Boden? Kann ich Grund und Boden, die Naturgesetze stellen uns, um jetzt, die anderen sagen Gott, die Naturgesetze stellen uns den Boden zur Verfügung. Wer kann sich das Recht herausnehmen, den Boden als Eigentum zu bezeichnen? Es geht um Eigentum, nicht um den Besitz, auch nicht um den dauerhaften Besitz. Natürlich soll er ihn dauerhaft besitzen, auch über Generationen und vererben können, weil Eigentum gibt es ja eigentlich auch nicht wirklich, weil wir sind ja immer in dem System versklavt, zum Beispiel durch Grundsteuern. Wenn Sie ein Eigentum haben, Grund oder Grund und Boden, und Sie zahlen Ihre Grundsteuer nicht, dann nimmt man Ihnen das Ding wieder weg. Also es gehört Ihnen sowieso nie. Das ist immer so ganz wichtig, dass wir diese Grundlagen eben halt erkennen, in welcher Zeit wir leben. Ich möchte das aufräumen so ein bisschen mit den Begrifflichkeiten, und deshalb gehe ich jetzt hier mal ein. Anhand des Geldsystems und anhand des Beispiels der Finanzkrise im Jahre 2008. Im Jahre 2008 hieß es, nichts geht mehr, Bankenkrise. Wir müssen die Banken retten. Die Banken brauchen ein Rettungspaket, einen Rettungsschirm. Viele kennen das von mir. Ein Sonnenschirm schützt vor Sonne, ein Regenschirm schützt vor Regen. Wovor schützt eigentlich ein Rettungsschirm? Ja? Okay. Die Banken brauchten Geld, ein Rettungspaket musste geschnürt werden. Also bekamen sie es vom Staat. Mit Staat meint man übrigens die öffentliche Hand. Der Begriff Staat ist ja ein unglaublich komplexer Begriff, den ich im Beisein meines werten Kollegen Herrn Schachtschneider hier kaum diskutieren möchte. Aber nichtsdestotrotz möchte ich wagen, eben halt die etymologische Wurzel des Status, des Standes und auch des Vermögenstandes hier ableiten. Und ich möchte eben halt ganz klar sagen, wenn also Ludwig XIV. Sagte, der Staat bin ich, hat er sogar recht gehabt. Denn er hatte letztendlich das Vermögen und auch das Recht und das Geld und konnte sich das leisten, auch sein Volk entsprechend zu jonglieren als Einzelperson. Wir verwechseln aber Staat relativ schnell mit öffentlicher Hand, weil die viele glauben zum Beispiel, dass die sogenannten Regierungen letztendlich automatisch uns alle vertreten. Das ist zum Beispiel so eine Frage, die wir als Staat haben, die öffentliche Hand. Volkswirtschaftlich gibt es Definitionen, da ist es denn der Bundeshaushalt, die Landeshaushalte, die Sozialversicherungshaushalte, Kommunalhaushalte und so weiter. Die öffentliche Hand, die als Staat bezeichnet wird. Ich halte das übrigens für vernünftig, im Rahmen übrigens einer Republik, die demokratischen Prinzipien unterliegt. Und das ist entscheidend, denn wir leben nicht in einer Demokratie, sonst hieß es ja Bundesdemokratie Deutschland. Nein, wir leben in der Bundesrepublik Deutschland, die nach demokratischen Prinzipien geführt wird. Und so finden wir es auch im Grundgesetz, egal was man davon halten mag. Also, sie bekam es vom Staat, in diesem Fall von uns. Frau Merkel hat uns das erklärt, und wer will an ihr zweifeln, lügen darf man nicht, kriegt man kurze Beine und sie ist noch relativ groß. Das heißt also, wir haben hier die Alternative. Keine Angst, das reicht, wir müssen nicht länger angucken als nötig. Ich wollte es nur sagen, also es ist so. Die Staatskasse war damals 1,8 Billionen Euro minus. Also 1,8 Billionen, das sagt sich so flockig, das sind 1.800 mal eine Million. Also Ihr Vermögen, Milliarden, also Ihr Vermögen 1.800 mal jetzt ungefähr. So, das heißt 1,8 Billionen Euro. So, jetzt muss man sich mal vorstellen, wie kann man denn, wenn man 1,8 Billionen Euro Schulden hat, wie kann man denn da noch Geld rausholen? Also Sie müssen es vorstellen, Sie haben jetzt hier die Kasse, Sie gehen nach Hause. Sie gucken rein und stellen fest, Sie haben da 10.000 Euro minus in der Kasse und greifen rein und holen nochmal 5.000 raus. Merken Sie, dass da was nicht stimmt? Wir sind gewohnt, damit zu leben. Wissen Sie, wenn Sie einen Raum haben, wo 5 Leute drin sind und 8 gehen raus, dann müssen 3 reinkommen, dass der Raum wieder leer ist. Das ist genau unser System. Wir sollten uns vielleicht auf die Naturgesetze konzentrieren und feststellen,
das Minus irgendwie in der Natur gar nicht vorgibt. Es gibt keine Minusäpfel und auch keine Minuskartoffel und Minusquadratmeter. Vielleicht sollten wir uns einfach mal auf das konzentrieren, was da ist. Dann machen wir nämlich nichts mehr auf Pump und dann hat das Ganze auch Nachhaltigkeit. Die DDR war weitaus nachhaltiger, als die Bundesrepublik es jemals war. Das muss man einfach mal feststellen. Ja? So, okay. Woher nahm sich denn der Staat das Geld für die Rettung der Banken? Banken waren ja pleite, die haben ja kein Geld mehr gehabt. Und jetzt wird es spannend, der Staat lieh es sich von den Banken. Aha. Also der Staat hat kein Geld und braucht Geld, der Staat muss es ihm geben und jetzt leiht es sich der Staat von den Banken, damit er es den Banken gibt. Also das klingt schon verdammt nach Hütchenspiel, da sollte man mal untersuchen. Also wir wissen natürlich alle, was das bedeutet. Hier werden nichts anderes als Steuern umgeleitet für die Zukunft. Hier werden Arbeitskräfte, also letztendlich vermarktet von unseren Volksvertretern, die nichts anderes zu tun haben, als eben halt ihre Interessenvertreter, für die sie arbeiten, tätig zu sein. Und das sind, glaube ich, nicht wir. Denn wir müssen eines sehen, wenn sie nach oben kommen in der Politik, und ich möchte nicht alle Politikdarsteller in einer Form niedermachen, weil es gibt zum Beispiel kleine regionale Politiker wie Bürgermeister oder kleine Abgeordnete und so weiter, die sich den Allerwertesten aufreißen, um etwas zu tun für ihr Volk und für ihr Dorf, weil sie einfach dahinter stehen und sich mit ihnen identifizieren. Deshalb bin ich auch ein großer Freund der Demokratie. Aber die Demokratie setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Deme, das Dorf oder das Volk, das ist dasselbe. Also wenn ich sage, das Volk, dann denken wir heute, abgeprägt natürlich, an das sogenannte Staatsvolk. Aber wir müssen natürlich von früher, natürlich Staaten gab es ja früher noch gar nicht, das ist erst seit 200, 300 Jahren überhaupt erst in dieser Begrifflichkeit aufgekommen. Das heißt, das alte Griechenland war ja kein großer griechischer alter Staat. Theben, Sparta, Troja und Athen, die haben sich ja nicht alle gemocht, weil sie ein Staat waren. Nein, das waren Gegner. Man nennt dieses Gebiet das alte Griechenland, das muss man unterscheiden. Deme heißt also das Volk oder auch das Dorf, das ist eigentlich genauer, genauso wenig wie es kein deutsches Volk gibt, sondern maximal ein deutsches Staatsvolk, aber das ist wieder was anderes. Das deutsche Volk ist eben halt so, dass ein Baden-Württemberger schon Schwierigkeiten mit den Badener und der schon wieder mit dem Schwaben hat. Aber da wird ganz stark unterschieden. Gehen Sie zum Düsseldorfer und erklären Sie mal, dass ein Kölner ist, da gibt es auch schon Nachfragen. Ja, also ich will es einfach nur mal sagen, das heißt, wir erkennen das auch auf dem Land sehr, sehr stark, wie unterschiedlich sie sind. Das heißt, wenn wir wissen, dass Deme also eine kleine Einheit beschreibt, und das ist genau der Punkt, das sind auch die germanischen Prinzipien, die es hier mal gab. Die Germanen werden ja immer dargestellt als feldtragende Hulks, deren Hauptaufgabe darin bestand, gute Römer zu erschlagen. Und so einfach ist es ja natürlich nicht. Da gab es auch Spiritualität, die hatten ihre Götter und die waren durchaus ernst zu nehmen. Aber wir wissen natürlich im Rahmen unserer Geschichte, wozu wir verpflichtet werden, eben halt unsere Geschichte auch sportlich, also mal durchzuwaschen. Es muss ja zwischendurch auch mal gewaschen werden, das ist ganz klar. Und dann kommen dann eben halt solche Dinge raus, wie wir sie zurzeit gerade haben. Aber zurück, Kraten übrigens, der zweite Teil heißt übersetzt den Wagen ziehen, das ist richtig. Ja? Also das heißt also ein sich selbst verwaltendes Dorf, das heißt in kleinster Einheit. Demgegenüber steht natürlich denn das römische, zentralistische System und das ist eben nicht klein. Und wir wissen eines, deshalb steht schon in der amerikanischen Verfassung, dass eine Demokratie nicht gewollt wird, weil man weiß, dass nämlich diese reine Demokratie, wie wir sie heute uns vorstellen, immer zu einer Tyrannei führt, wenn sie in großen Stückzahlen, also in großen Dimensionen stattfindet. Demokratie beschreibt erst einmal sehr klein. So, die ganze Welt, meine Damen und Herren, versinkt in Schulden. Die Weltverschuldung liegt bei 32 Billionen Euro im Jahre 2008. Aber bei wem eigentlich sind wir verschuldet? Und jetzt ist die Frage, wie entsteht Geld? Ich mache es relativ schnell. Kann der Staat einfach so Geld herstellen? Also die öffentliche Hand? Nee, kann er nicht. Der hat das Monopol abgegeben. Das heißt also, so einfach ist es eben halt nicht. Lediglich das Münzregal liegt beim Staat. Über diese Schiene könnte man eventuell sogar mal was regeln. Man könnte zum Beispiel eine Billion-Dollar-Münze, eine Billion-Euro-Münze herstellen. Die kann übrigens aus Platin sein, wenn man das Münzregal, da würde man 3 Billionen machen, in 3 Unzen Platin könnte man der Deutschen Bank rüberschieben und sagen, stimmt so. Aber das wird nicht gemacht, das wird nicht gemacht. Darauf können wir nicht auf. Ja, ich mag solche Experimente, weil wir die Rechtsstaatlichkeit aus meiner Sicht längst verloren haben, weil die Gerichte...
Die Justiz hat die Aufgabe, das Recht vor der politischen Einflussnahme zu verteidigen, und zwar mit aller Kraft. Stattdessen werden die Leute eingesetzt, um letztendlich als Handlanger der Politik zu werden und ein Grundgesetz oder andere Verfassungen oder verfassungsähnliche Konstruktionen, die werden geändert wie eine Hausordnung. Das kann nicht sein, so geht es nicht. Damit ist die Rechtsstaatlichkeit verloren gegangen. Ich glaube nicht mehr dran. Können Firmen Geld herstellen? Gewissermaßen schon, aber das wird jetzt zu weit führen. Nein, grundsätzlich erst einmal nicht. Kann man schon, es gibt aber Ärger, wenn man es macht. Privatpersonen, können Privatpersonen einfach so Geld herstellen? Sie könnten schon. Ja, aber wenn ich beispielsweise jetzt bei Ihnen in den Keller gehe und ich räume dann eine Stunde den Keller auf, Und Sie sagen, ich möchte Sie dafür bezahlen, dann geben Sie mir beispielsweise einen Zettel und da steht drauf, ich möchte auch eine Stunde Arbeit für dich garantieren, weil du hast ja auch eine Stunde für mich gearbeitet. Und ich nehme den Zettel, ich komme zu Ihnen, Sie haben ein altes Bonanza-Fahrrad, aus meiner Zeit, finde ich noch cool. Ich sage, was willst du denn dafür haben? Sagt, da weiß ich nicht, ist schon alt. Ich sage, ich habe noch eine Stunde Arbeit von ihm. Dann sagt er, Mensch, wunderbar, dann nehme ich das. Ja, und dann nimmt er und kauft davon eine Kiste Bier. Und jetzt wird dieser Zettel mit einer Stunde Arbeitsversprechen wird zum Geldschein. Durchaus möglich. Ja, und was passiert aber, wenn beispielsweise irgendwann mal, einer kommt und sagt, ich müsste jetzt den Garten umgraben und dann geht er zu Ihnen und sagt, hier eine Stunde arbeiten, ich habe jetzt Ihren Zettel, jetzt kommen Sie hin, graben eine Stunde lang den Garten um, die Schuld ist getilgt, was passiert mit dem Zettel? Er wird zerrissen. So ungefähr funktioniert das Geldsystem mit einem Unterschied, ich habe vorher eine Stunde im Keller gearbeitet. Ja, während Banken das machen können, ohne überhaupt irgendetwas zu machen. Und das verstößt auch gegen bestimmte Gegenseitigkeitsprinzipien, die wir auch in den Naturgesetzen finden, dass ich keine Leistung von jemandem nehmen kann, wenn ich keine Leistung dafür gebe. Wenn wir diese Grundprinzipien uns mal klar machen, dann haben wir die Probleme sehr schnell gelöst. So. Dürfen Zentralbanken einfach Geld herstellen? Jetzt könnte man darüber diskutieren. Grundsätzlich erst einmal nicht, weil Geld entsteht völlig anders. Denn durch Geschäftsbanken. Und Geschäftsbanken sind nicht das Problem. Ich möchte hier ganz eindeutig eines sagen. Die Banksysteme sind ein Problem, aber die ergeben sich aus einer Gesamtstruktur, weil es schlimm ist. Deshalb trete ich auch hier in diesem Banker-Outfit auf und habe hier auch einen Kompetenzverstärker am Hals, der mir die Luft wegnimmt. Und glauben Sie mir, das ist nicht das, was ich unbedingt für mich brauche. Aber ich weiß, in alternativen Sendungen wie hier werde ich als in der Optik hier so als Bausparkassenvertreter wahrgenommen und das stört mich nicht. Ich möchte, dass Sie eines erkennen, dass jeder Banker, der dort arbeitet in seinem Job, ich sage mal die meisten, die Sie kennen, hochunglücklich sind. Die sind in ihrem Anzug und haben auch ein Problem. Bitte keine Feindbilder, das bringt uns nämlich nicht weiter. Wer frei ist, der möge den ersten Stein werfen. Wir finden auf der Seite der Bundesbank, hier ist die Adresse unten eingeblendet, wenn eine Geschäftsbank einem Kunden einen Kredit gewährt, dann bucht sie in ihrer Bilanz auf der Aktivseite eine Kreditforderung gegenüber dem Kunden ein, beispielsweise 100.000 Euro. Gleichzeitig schreibt die Bank dem Kunden auf dessen Girokonto, das auf der Passivseite der Bankenbilanz geführt wird, 100.000 Euro gut. Diese Gutschrift erhöht die Einlagen des Kunden auf seinem Girokonto. Es entsteht Geld, und zwar Geld, das die Geldmenge erhöht. Gehen Sie jetzt nicht auf das Chiralgeld, denn es würde viel zu weit führen, wenn ich das jetzt erklären würde. Viele kennen das von Ihnen, einige kennen das eben halt nicht. Ich möchte nur, dass erkannt wird, dass Geld entstehen kann durch ein Monopol, was man vergeben hat. Das heißt also durch die tatsächliche Regierung. Die Regierungsdarsteller beispielsweise in den Parlamenten haben nichts mit der Regierung und Entscheidungen zu tun. Es macht wenig Sinn, die Regierungsdarsteller zu wählen, die da drin sitzen. Wenn wir wählen wollten, dann sollten wir das Geld wählen, denn mit Geld geschieht die Macht. Wir sollten also Geldsysteme wählen oder wir sollten eben halt die Geldverteilung wählen. Denn wenn Sie zum Beispiel eine Milliarde wählen und die werden medial eingesetzt, dann können Sie ein Volk von heute auf morgen medial komplett umdrehen und durchmanipulieren, so wie es jeden Tag stattfindet in den Massenmedien. Und die Reporter, die dort arbeiten, die Journalisten, die auch mich sehr oft diffamieren, sind nicht meine Gegner, weil sie, wenn sie nämlich
zu Hause mal in einer stillen Stunde nachdenken, genau dieselben Leidensprozesse durchmachen wie der Banker. Auch der Journalist der Frankfurter Allgemeine oder der Hamburger Allgemeine oder auch des Spiegels. Das ist nun mal so, dass er eben die Lizenzen bekommen hat, irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wer die Lizenzen vergibt für diese nicht abhängigen Medien, die sind ganz klar nicht abhängig, sondern sie haben im Rahmen eines Morgentauplans auch bestimmte Systeme zu verfolgen. Das steht drin, wie Rundfunksendungen und alle ausgearbeitet werden, wie die entsprechenden Reporter, die entsprechenden Journalisten auch umgeschult werden, genau wie die ganzen Schulen in den Schulen ja selbst. Denn sonst ist es ja kaum möglich, dass man Menschen beispielsweise ohne jegliche Kompetenz und ohne jeglichen Sachverhalt zum Beispiel da draußen morgens hinbekommt. Ich meine, die kriegen Geld dafür. Das wird ja vom Staat finanziert durch unsere Steuern. Ja, dass die dann da draußen stehen und krakeelen irgendwas wie Nazis raus oder irgend sowas. Ja, dazu, das ist ja nicht so ganz einfach. Da muss man ja vorher schon mal abgerichtet worden sein. Und mir wird Angst und Bang, wenn ich da an unsere Zukunft denke. Ganz wirklich. So, ich möchte kurz erklären, weil mein Thema ist ja nun die Banken. Die Banken haben das Problem, oder die Banken sind eigentlich an der Macht. Den Unterschied zwischen Regierung und Mafia kennen Sie? Mafia ist organisiert. Also es ist so, das heißt also, wir haben ja die Banken. Und die Banken, nehmen wir mal an, wir wollen ein neues Land gründen. Das ist nur mal ein Beispiel, um es klar zu machen für diejenigen, die nicht im Thema sind. Die Banken halten sich natürlich dann eine untergeordnete Organisation. Diese untergeordnete Organisation, so ist es ja mittlerweile, es ist natürlich jetzt ein bisschen sarkastisch, aber entspricht in etwa den momentanen Gegebenheiten. Diese sogenannten Staaten sind also letztendlich bankenabhängig durch das Machtpotenzial, das heißt die hoheitlichste Aufgabe. Ich bin tatsächlich ein Freund von Staat und hoheitlichen Aufgaben. Und ich sage Ihnen, Privatisierung ist nicht eine Pauschallösung. Ich bin nicht gegen Privatisierung, ich bin auch nicht gegen privat. Aber Privatisierung kommt von privare. Privare ist Latein und heißt berauben. Das heißt, Privatisierung sind Beraubungsvorgänge. Wir sehen das gerade, was in Griechenland läuft. Eine der größten Kulturen, die gnadenlos und widerrechtlich beraubt werden. Man nennt das dann Privatisierungen. Allein die Tatsache, wir haben gerade darüber gesprochen, Herr Hamm hat das wunderbar gesagt, dass beispielsweise Wasserquellen, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, tatsächlich privatisiert werden. Das heißt, wenn ich kein Geld bezahle, bekomme ich kein Wasser. Derjenige, der die Rechte an dem Wasser hat, wie hat er sie bekommen? Der hat das Wasser selbst nicht hergestellt. Das sind eben halt letztendlich von der Natur zur Verfügung gestellte Dinge und die gehören uns letztendlich alles. Natürlich kann er einen für den Transport des Wassers, wenn ich nur einen Knopf drehe, da entsprechend für eine Gebühr verlangen, aber nicht für das Wasser selbst. Und das findet statt. Und hier wird es eben halt ganz besonders haarig. Alles, was ich hier sage, sind sozialistisches Gedankengut. Ich weiß, nach den bisherigen Daten kenne ich alles. Aber das ist eben nicht sozialistisch. Es hat irgendwas auch mit Geist zu tun. Und zwar mit Logik und mit Geist. So, Staaten brauchen Geld. Das heißt, sie leihen es sich von den Banken. Das ist interessant. Und zwar gibt der Staat, da sehen Sie es, eine Staatsanleihe raus. Und von dieser Staatsanleihe bekommt er ein Konto über 100 Milliarden beispielsweise. Der Staat wird jetzt gegründet in dieser Form. So, was macht der Staat? Nehmen wir mal an, ins Jahr 1949 zurück, als wir die Bundesrepublik-Gründung, die sogenannte Gründung, Carlo Schmitt hat da ja wunderbar viel drüber erzählt. Und jetzt wird das Geld verteilt auf die verschiedenen Konten. Ach so, hier oben, das ist dann die Bankenbilanz, so sieht das da auf der Bankenbilanz aus. Auf der Aktivseite einer Bankenbilanz, das ist bei jeder Bilanz, nicht nur bei Banken, sind letztendlich immer die Vermögenswerte. Auf der Passivseite sind immer die Vermögensquellen. Da sollte auch das Eigenkapital stehen. Also wenn Sie mal ein Unternehmen haben, wo das Eigenkapital auf der linken Seite steht, dann sollten Sie keine Geschäfte mehr mit denen machen. Okay, aber das war ein Joke, so weit kommt es nie. So, das heißt, jetzt wird mit dem Geld natürlich gemacht. Infrastruktur, Bildung, Kriege, Abwrackprämie, alles, was wir brauchen, das ist ja wichtig, macht ja alles Sinn, denn wir brauchen ja Wohlstand und Wohlstand heißt Arbeitskräfte und da sind wir ja recht sportlich unterwegs. Also wir kennen das ja, also wenn Sie gucken heute, also sozial ist was Arbeit schafft. Ja, also wir hatten schon mal Zeiten, da hieß es, Arbeit macht Spaß. Ich frage mich langsam, jetzt mal ganz ehrlich, es wird ja auch die Diskussion geführt mit der Lügenpresse, dass es hieß, das wäre ein Nazi-Begriff, das hat Rico Albrecht wunderbar aufgearbeitet. Nein, ein Nazi-Begriff ist zum Beispiel, du bist Deutschland.
Das ist der Klassiker, den hat Hitler und seine ganzen Schergen genutzt in einer groß angelegten Aktion, du bist Deutschland. Das ist ein Nazi-Begriff, das war eine große Kampagne des Dritten Reiches. Und ich möchte mal ganz kurz sagen, Herr Jauch, da ist sein Name vielleicht sogar Programm, oder wir sehen uns mal an, auch andere Leute wie Frau Merkel. Es tut mir leid, dass ich da so manchmal persönlich werde, aber für mich sind solche Menschen einfach unerträglich, wenn sie in einer Abartigkeit im Prinzip dermaßen ihr Gewissen verkaufen und verramschen. Das ist für mich einfach nicht mehr feierlich und ich kann das nicht mehr dulden. Das ist meine persönliche Meinung. So. Jetzt geht's weiter. Das Geld geht nun auf die einzelnen Konten, auf die einzelnen, und jetzt gibt's Wirtschaft. Jetzt können die im Prinzip letztendlich handeln und wursteln und machen, wie sie wollen. So entsteht Geld. Wenn wir uns das mal angucken, jetzt ist das Geld hier auf dem Staatskonto runter, es befindet sich auf diversen Konten. Nun läuft die Wirtschaft, nachdem der Staat es sich über diesen Weg geliehen hat. Wozu führt das? Übrigens, so funktioniert jeder Kredit. Wenn Sie ein Häuschen kaufen oder bauen, das Haus hat 300.000 Wert, dann gehen Sie zur Bank. Das Erste, was der Banker ja sagt, ist, was haben Sie für Sicherheiten? Und wenn Sie jetzt sagen, keine, aber vertrauen Sie mir. Das ist interessant, weil das ist das Argument, was man ständig bringt, was wir mit den Banken zu bringen haben. Also ständig, also wir müssen das Vertrauen im Finanzsystem halten. Also es ist wichtig, das Vertrauen darf nicht, also die Märkte sind ja gefährlicher als Armeen. Und wir müssen Vertrauen haben. Also es wird nur mit dem Vertrauen-Argument gearbeitet. Ich habe übrigens mal eine Situation gehabt, ich gehe zu einer Bank, ich will es vorsichtig sagen, zu einer Bank, ein junger Mitarbeiter war da, der kannte mich noch nicht. Der war so Anfang 20, netter Junge, ich habe ihn noch leben lassen. Der kam dann auf mich zu und dann sagte er so zu mir, man hat ja eine Bank für ein paar Kleinigkeiten immer, und dann sagte er so zu mir, Sie haben da eine ordentliche Summe zufällig auf Ihrem Konto, also für seine Verhältnisse war das eine richtig gute Summe wahrscheinlich. Auf jeden Fall, würde mir gerne ein Angebot machen, was ich mit dem Geld mache. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, dann machen Sie bitte meine Selbstauskunft fertig, dann hätte ich gerne natürlich die ganzen Gehälter von allen Vorständen und natürlich auch eine ganz klare Due Diligence Ihrer Bank. Da sagt er, bitte was? Ich sage, entschuldigen, Sie haben mich gerade angepumpt und jetzt möchte ich gerne eine Bonitätsprüfung machen. Oder? Ja, ganz einfach. Und da guckt er mich an und sagt, aber wir sind eine Bank, und ich sage, ja eben. Ich sage, und nun machen Sie mal. Dann sagt er, ja gut, dann hole ich mal den Chef. Naja, dann kam der Abteilungsleiter, der sah mich schon von Weitem, hat gesagt, um Himmels Willen, der hat den Pop angesprochen. Dann sagt er, Herr Pop, also alles kein Thema. Das war jetzt ein Irrtum, der kannte Sie noch nicht. Ich sage, nee, jetzt können wir das ja mal ausdiskutieren. Und dann habe ich das mit dem Abteilungsleiter im Beisein des jungen Mannes nochmal diskutiert. Der war auch gar nicht mehr so lange da, der junge Mann. Aber nicht, weil ich jetzt böse war, sondern das ist wirklich interessant, wie die Menschen dann ganz schnell einknicken. Ganz schnell. Dann kommt nicht mehr viel. Mich spricht übrigens seitdem überhaupt keiner mehr an. Ich habe das Gefühl, die haben alle ein kleines Foto von mir unterm Tisch, dass sie wissen, den niemals ansprechen. Okay, also so entsteht das Ganze. Also die Banken wollen Sicherheiten haben. So, das ist Firma, genauso. So, 5 Millionen beispielsweise, da wird die Firma als Sicherheit, kann der nicht mehr bezahlen. Dass er nicht bezahlen kann auf Dauer, das liegt auf der Hand, kommen wir gleich drauf. Okay, wir nehmen das jetzt mal wieder weg. Ich möchte das kurz anhand dieses Beispiels weiter erklären, wie werden jetzt die Schulden wieder zurückbezahlt. Das ist ja der entscheidende Punkt. Wir reden ja immer auch bei Griechenland, die können die Schulden nicht mehr zurückzahlen. Ich sage ja natürlich nicht, keiner kann die Schulden zurückzahlen, Deutschland auch nicht. Was ist denn das überhaupt für eine Denke? Natürlich kann man die Schulden nicht zurückzahlen. Das hat auch nie einer vorgehabt. Das machen nur Privatbürger, weil die bürgen. Ja, deshalb heißen wir ja Bürger. Auf jeden Fall ist es so. Jetzt am Ende des Jahres wollen die Banken natürlich ihr Geld zurückhaben. Wir machen das mal jetzt mal schematisch durch. Was muss denn passieren? Jetzt muss, gucken Sie bitte unten, die Pfeile werden umgedreht, schupp, das Geld wird wieder eingesammelt. Und jetzt wird alles wieder zurückgenommen, also man muss das ganze Geld wieder einsammeln, also quasi eine 100% Versteuerung des gesamten Vermögens, ist dann nichts mehr da. Wir haben dann Stillstand der Wirtschaft.
Und nun ist die Situation, wir sind jetzt hier, Konto ist null, jetzt sind plötzlich die 100 Milliarden wieder da, das haben wir hier auch auf dem Staatskonto. Und jetzt kann das Geld, achten Sie links auf die Pfeile, oben schwupps und so sind Sie wieder rum und jetzt ist das Geld weg und das ist alles wieder null und alles ist wieder am Anfang des Jahres. Und jeder sagt, okay, jetzt könnten wir wieder neu anfangen, mit einem Unterschied. Jetzt kommt die Bank und sagt, Moment, für unsere Bemühungen hatten wir natürlich noch einen kleinen Unkostenbetrag zugrunde gelegt von nur ganz sportlichen 3%. Das ist nicht weiter wild, das ist ja locker zu finanzieren. Und diese 3%, die hätten wir jetzt gerne noch, wir nennen das Zinsen. Jetzt sage ich als Staat, aber Moment mal, es sind ja nur 100 Milliarden produziert worden. Wo soll ich denn die 3 Milliarden hernehmen? Dann sagt die Bank, gar kein Problem, dann nehmen wir jetzt 103 Milliarden auf, dann hast du 100 wieder für dein Volk und die 3 Milliarden lassen wir dann eben halt auflaufen, das zahlst du dann später mal zurück. Und so entsteht genau das, was wir hier haben, das ist nämlich die Verschuldung letztendlich der Bundesrepublik, der sogenannten Bundesrepublik Deutschland, die hier natürlich dann eben halt eine recht sportliche Entwicklung hatte. Spannend. So funktioniert letztendlich das System, dass es mal deutlich wird und das wird nicht geklärt, unabhängig von der Frage nach Eigentum und anderen Dingen. So, Guthaben und Schulden sind immer identisch, wobei es kommt, und das ist ganz wichtig, hier noch eins dazu, dass nicht nur Guthaben und Schulden, sondern es kommt immer noch die Zinskurve dazu, die auch exponentiell verläuft. Auch das müssen wir wissen, die verläuft auch exponentiell. Das erklärt uns Frau Merkel ist alternativlos. Und das Beste, was wir haben, so wie viele sagen, wir haben eine Demokratie, das ist zwar kein gutes System, aber ich kenne kein besseres. Das ist immer so eine ganz wunderbare Bankrotterklärung, wenn einer sagt, ich kenne nichts Besseres. Ja, das ist immer ganz toll. Aber gut, also lassen wir es mal weg. Wir nennen das Ganze Danistokratie. Danister kommt aus dem Lateinischen. Danister heißt letztendlich Zinsen, Wuchern und Verleihen. Das ist ein lateinischer Begriff. Eigentlich müsste es Danistokratie heißen, aber wir haben es irgendwann mal Danistokratie. War ein Fehler meinerseits, aber auch, ist auch völlig wurscht. Das ganze System, in dem wir uns bewegen, ist die Danistokratie. Ich wollte den Begriff Plutokratie nicht mehr haben. Denn Plutokratie ist belegt. Auch wieder, also Danistokratie ist eigentlich ganz interessant. So, die Umverteilung von fleißig nach reich. Das ist interessant, es gibt keine Umverteilung von Arm auf Reich, weil die Armen haben ja gar nichts, was sie verteilen. Das sind immer die Fleißigen, die was zu verteilen haben. Das ist der Mittelstand, das hat der Hammer vorhin so wunderbar gesagt. Das ist so eine Sandwich-Funktion. Wir haben in der Mitte letztendlich die Arbeitenden, das sind wir zum größten Teil, hoffe ich. Ja. Und dann haben wir eben halt die armen Arbeitslosen und die reichen Arbeitslosen. Die armen Arbeitslosen sitzen in, ja, das ist beide. Die armen Arbeitslosen sitzen beispielsweise jetzt in Gelsenkirchen, 25% Arbeitslosigkeit und bekommen eben halt, ein Teil meiner Familie kommt aus Gelsenkirchen, übrigens mag ich das sehr gern dort, aus meiner Kindheit gute Erinnerungen, da sah das noch anders aus, ich bin jedes Mal immer wieder erschrocken, wie sich das hier entwickelt. Das hoffe ich, dass Ihnen das genauso geht, deshalb sitzen wir hier. Und dann wird über die Sozialsysteme werden die armen Arbeitslosen aus den Arbeitenden finanziert. Gleichzeitig werden aber die reichen Arbeitslosen, nehmen wir mal Monaco, da ist die Arbeitslosenquote auch 25%, aber das sind eben halt Leute, die von Zinserträgen leben, die sind ja auch alle arbeitslos, die arbeiten ja nicht. Arbeitslos heißt ja ohne Arbeit. So, und wenn Sie eine Milliarde haben beispielsweise und Sie legen das Geld an, recht normal, relativ schlecht verzinst, haben Sie nach Abzug aller Steuern ungefähr 130.000 Euro am Tag. Damit kann man leben, wenn man sich zusammenreißt. Und ich sage einfach mal, wir müssen uns einfach nur mal klar sein, über welche Dimension wir hier reden. Und das war nämlich gerade bei der Einführung meines Vortrages ganz interessant, dass wir sprachen von dem, was aus 1 Million, aus 2 Millionen, wann wird man Milliardär, wenn man 100 Jahre alt ist? Wir haben hier genau dasselbe. Wenn Sie rechnen beispielsweise bei einem normalen Zinsertrag, Sie sind meinetwegen Sohn eines Milliardärs und Sie bekommen jedes Jahr die Zinsen gutgeschrieben, dann entsprechen die Zinsen pro Jahr ungefähr 50 guten Einfamilienhäusern in Deutschland. Der Junge ist aber von 0 bis 1 arbeitslos, der liegt noch in der Windel. Wenn er 10 ist, hat er bereits 500 Häuser mehr als am Tag der Geburt. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, dass es Leute gibt, die ihr Leben lang hart arbeiten und die schaffen in ihrem ganzen Leben als Ingenieur hart arbeiten, weil sie in der falschen Familie geboren wurden, dritte Dynastie, Hartz IV. Und die stehen jetzt da und kommen auf keinen grünen Zweig. Und das hat eben halt etwas, was verstößt gegen mein Gerechtigkeitsempfinden und deshalb müssen wir darüber reden. Und wenn dieser Multimilliardär beispielsweise, ist nicht der Feind, der weiß das auch nicht, der hat sich das auch nicht vielleicht ausgesucht, vielleicht auch doch, man weiß das nicht so genau. Auf jeden Fall ist es so, wenn man sich dann vorstellt, dass der ja auch nicht glücklich ist,
Denn es gibt Menschen, wenn die beispielsweise 3 Milliarden mehr oder weniger haben, würde sich ihr Lebensstandard in keinster Form ändern. Die würden immer noch dieselben Learjets fliegen. Mehr bräuchten die immer noch nicht. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wozu das führt. Ein Soros oder ein Buffett und so weiter, die beispielsweise mit Krieg Geld verdienen. Die 5-jährige Annexion der Amerikaner, die ukrainische Annexion durch die Amerikaner, die ja nun 5 Jahre lang gedauert hat und lediglich ein kleiner Teil hat es abwehren können. Nach der Invasion der Amerikaner über die letzten Jahrzehnte, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und mit den Amerikanern meine ich natürlich nicht den US-Bürger, sondern die US-Administration. Denn viele von Ihnen wissen, dass ich selbst Nordamerikaner bin, weil ich selbst in Kanada lebe. Und die Menschen, die dort sind, sind liebenswerte Menschen. Aber ein Harper aus Kanada, da kann man auch geteilter Meinung sein, was der da so macht. Aber das ist eben halt unser Problem, in dem wir sind, weil diese Leute dort in den sogenannten Regierungen überhaupt nicht die Interessen des Landes vertreten, sondern die Interessen der Hochfinanz haben wir heute lange genug gehabt. Das Interessante ist, als die Montagsdemonstration übrigens letztes Jahr gegen die Federal Reserve, also gegen die Hochfinanz demonstrierten, da waren es Rechte. Jetzt hatten wir gerade letzte Woche eine große Demonstration, Blockupy, habe ich gehört, da war ich schon in Deutschland. Das waren interessant, haben die gegen die EZB, auch gegen die Hochfinanz, das waren jetzt Linke. Das ist interessant. Also zweimal derselbe Zweck. Wir merken, wie absurd mittlerweile die Rechts-Links-Debatte ist. Also es ist wirklich kaum noch auszuhalten. Okay, Wachstumswahn der Wirtschaft. Okay, nehmen wir uns die Machtstrukturen an. Wir haben einmal die oberste Finanzmacht. Die Finanzmacht repräsentiert sich auch in den Banken. Ich möchte nicht die Banken als Machtsystem per se sehen, denn eine Volksbank beispielsweise in einem kleinen Dorf auf genossenschaftlichem Ursprung, die sind nicht glücklich darüber, dass sie an diesem Finanzsystem hängen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, wenn Sie schon bei einer Bank sind, und das müssen Sie ja letztendlich, lösen Sie sich von den ganzen wirklich furchtbaren Institutionen der großen globalisierten wie Deutsche Bank, Commerzbank und so weiter und schließen Sie sich wenigstens einer Genossenschaft an oder eben halt irgendeiner gemeinnützigen Bank, die zumindest versucht im Rahmen des Systems halbwegs ethisch zu arbeiten, was aufgrund der Grundlagen überhaupt nicht möglich ist, aber zumindest kann man damit schon mal ein großes Zeichen setzen. Und das finde ich auch ganz wichtig. Wir müssen weniger kämpfen, als versuchen Einfluss zu nehmen. Das ist weit friedlicher. Kampf ist extrem gefährlich. Wir spielen nämlich zurzeit sehr, sehr stark mit dem Feuer. Die Finanzmacht ist die oberste Struktur der Macht. Das wissen wir auch und die halten sich natürlich auch die Massenmedien. Deshalb bin ich der Meinung, wenn wir wählen gehen, dann sollten wir im Prinzip letztendlich die Finanzmacht wählen. Dann wenigstens diejenigen, die in der Regierung sitzen. Und das ist die Finanzmacht. Die Medien selbst hängen natürlich von der Finanzmacht ab. Die können gar nichts dafür. Und wenn Sie als ehrlicher Journalist gerne einen investigativen Bericht verfassen würden, Sie würden sich gerne einsetzen wollen für eine wunderbare Geschichte, dann, wo Sie wirklich forschen und versuchen, auch Dinge offenzulegen, Schweinereien, die laufen in der Politik, zum Beispiel indem mal einer sagen würde, lass uns doch mal von allen gängigen Politikern mal aufarbeiten, was haben die in den letzten 10 Jahren gesagt und was ist eingetreten? Spätestens dann müssten sie alle weg, weil sie ihre Inkompetenz bewiesen hätten, und zwar durch die Bank. Das ist unser Problem. So, die Massenmedien dürfen das aber nicht. Unter den Massenmedien finden wir dann die Politikdarsteller. Ich weiß, das wird immer als böse genommen. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber so ist die Realität. Wenn Sie sich mit Bundestagsabgeordneten in Deutschland unterhalten, in Berlin, dann stellen Sie relativ schnell fest, dass die alle ziemlich frustriert sind und auch zu Recht, weil sie merken, dass sie gar keine Macht haben. Fraktionszwang und solche Dinge, keine freie Entscheidung, längst nicht vor dem Gewissen verantwortlich und natürlich auch inkompetent. Denn eine politische Karriere nach Listenplätze ist eine charakterliche Auslese von speziell geeigneten Personen. Und unter den Politikdarstellern finden wir uns natürlich auch, das sind wir. Wir nennen es eben interessanterweise nicht Untertan oder im Griechischen nannte man das Idios, woraus der Begriff wahrscheinlich Idioten kommt, aber, sondern wir nennen es interessanterweise Bürger, wobei das gar nicht die Bürger sind, denn die Bürger in der griechischen Demokratie, das waren letztendlich die Senatoren, das waren die Überwachungsorgane der Deme und das waren wiederum die Führer.
weil eigentlich ist eine Demokratie eine aristokratische Grundlage. Beschäftigen Sie sich gern mit auf unserer Seite, da habe ich das Thema Demokratie auch in Form eines Videos mal abgearbeitet. Das ist vielleicht ganz interessant. Und wir sind auch nicht das Volk, sondern das Volk waren nämlich letztendlich die Menschen in Griechenland, denen man das Recht zugestand, Waffen zu tragen. Das war die Armee nach ganz bestimmten Strukturen. Das ist altgriechisch, aber das ist von vielen nicht mehr wirklich gewollt und selbst die modernen Griechen verstehen es nicht mehr. Okay, jetzt wird meine Zeit schon knapp, deshalb komme ich jetzt gar nicht weiter. Aber Zitate aus der Medien und Politik vielleicht ganz kurz. Es heißt, wir sind verschuldet, wir müssen Schulden abbauen, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Ich sag mal, ein Hartz-IV-Mann kann gar nicht über seine Verhältnisse leben. Das heißt, er muss es. Ja, weil seine Verhältnisse eben halt ein Leben gar nicht hergeben. Und wenn Sie sich heute mal einen Unternehmer angucken, der beispielsweise eine kleine Werkstatt hat und der jeden Tag 12 Stunden arbeitet, der lebt auch über seine Verhältnisse. Ein Vorstand von einer deutschen Bank, der kann nicht über seine Verhältnisse leben, weil er einfach zu viel hat, denn das schafft er gar nicht, dafür hat er gar nicht genug Zeit, um auszugeben. Wir müssen also lernen, nein, wir leben in einer sehr gefährlichen Situation und da müssen wir vor allem hören, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Wer ist wir? Da stehen eben halt die ganzen Politikdarsteller und sagen, wir haben das Problem, wir müssen sehen, dass wir es finanzieren. Wer ist wir? Und das Wir wird volkswirtschaftlich geklärt. Und das sehen wir beispielsweise an den 5 Konten der Volkswirtschaft. Ich ziehe das noch ganz kurz durch, damit das geklärt sein sollte, weil es ist wichtig. Das ist übrigens der Herr Bontrop, nicht weit von hier aus, ich glaube Recklinghausen, an der Uni Recklinghausen. Sehr guter Mann. Sehen wir uns mal an unsere Volkswirtschaft, also das Thema Wir. Die Bundesbank veröffentlicht einmal im Jahr Zahlen über unsere wirtschaftliche Situation. Das sind die Zahlen von 2011, das sind die letzten, die ich habe, spielt aber überhaupt keine Rolle. Und zwar habe ich die hier von 91 bis 2011 kumuliert. 91 deshalb, weil danach die Wiedervereinigung, die sogenannte Wiedervereinigung, da könnte man auch ganz viel zu sagen, stattfand oder stattgefunden haben soll. Und auf jeden Fall ist es so, dass seitdem eben halt die Zahlen überhaupt vergleichbar sind. Und vorher wird das wirklich völlig hinken. Das erste Konto, was wir haben, volkswirtschaftlich, Konto ist also quasi der erste Bereich gewissermaßen, ich versuche so einfach wie möglich, das sind die privaten Haushalte. Und wir haben ungefähr 80 Millionen Haushalte in Deutschland, Single-Haushalte werden immer mehr. Von 1991 bis 2011 sind die privaten Vermögen um 2,1 Billionen Euro gestiegen. Gestiegen, meine Damen und Herren. Wenn Sie gerade Ihren Anteil ausrechnen, lassen Sie es. Dies ist nicht gerecht verteilt nach Stückzahlen der Bürger, sondern das ist natürlich auch verteilt nach Personen. Und das sind nur ganz kleine Gruppen, die da sehr viel haben. Und da ist eben halt der arbeitende Mittelstand, der arbeitende Arbeiter ist nicht dabei. Sondern das sind eben halt die Menschen, die vor allem auf der Basis von Spekulation arbeiten. Und Spekulation ist eben halt ein zweiseitiges Schwert. Denn dann lässt man andere arbeiten, ohne selbst etwas dafür zu tun. Und das verstößt gegen ein Gegenseitigkeitsprinzip. Das kann nicht funktionieren. Aber bleiben wir mal bei 2,124 Billionen. Billionen von 91 bis 2011. Das Konto 2, das sind übrigens die produzierenden Kapitalunternehmen. Produzierende, meine Damen und Herren, nicht Banken. 280,6 Milliarden minus. Das ist übrigens nichts Schlimmes, man muss erstmal den Sinn dieses Kontos verstehen. Unternehmen arbeiten natürlich mit Fremdkapital, das heißt, sie brauchen Kredit. Mit diesem Kredit arbeiten sie, werden aktiv, machen daraus Einnahmen. Diese Einnahmen, die sie machen, die Überschüsse werden verteilt. Steuern, Rückführung von Krediten, Ausschüttung von Aktionären und so weiter. Insofern ist es nicht schlimm, wenn da beispielsweise ein Minus steht, um das zu verkürzen. Das heißt also, ein Unternehmen mit heute 25% Eigenkapitalquote kann durchaus als gesund gesehen werden. Insofern wäre schon die Deutsche Bank im Konkurs anzusiedeln, denn da träumen die von 25%, aber bei Banken werden noch andere Maßnahmen zugrunde gelegt. Hier handelt es sich aber auch um produzierende Kapitalunternehmen, die in irgendeiner Form etwas tun, das heißt Bedürfnisse befriedigen, wo noch einer arbeitet. Jetzt kommen wir zum nächsten, wo jetzt keiner mehr arbeitet. Das sind zum Beispiel Finanzinstitute. Und da stellen wir fest, wir haben 313 Milliarden plus, obwohl es auch Kapitalunternehmen sind, aber im Finanzbereich. Banken, Versicherungen, Investmentfonds, Bausparkassen und alles das, so Investmentbanker, die anderer Leute Geld Gassi führen und regelmäßig vernichten, ist alles dabei. Und
Und jetzt ist interessant, mal zu gucken an das Jahr 2008, als wir die Finanzkrise hatten. Nichts geht mehr. Die Banken leihen sich untereinander kein Geld mehr. Nun müsste man mal gucken in den volkswirtschaftlichen Zahlen, die von der Bundesbank veröffentlicht wurde. Wie war denn das Jahr 2009 mit über 5% Wirtschaftszusammenbruch? Schrumpfung, 5%. Man nennt das ja Negativwachstum, auch so ein witziger Begriff. Ja, also das ist also schon, ja, okay. Und das heißt also, und jetzt gucken wir uns das mal an und da stellen wir fest, dass im Jahr 2009 die Banken alleine in Deutschland einen Überschuss erwirtschaftet haben von über 16 Milliarden Euro. Da sind unsere Rettungspakete schon mit drin. Ist interessant. Die haben Plus gemacht in den Zeiten der Krise. Hier erkennt man mal sehr deutlich, wie, natürlich war die Hypo Real Estate platt, aber dann hätte vielleicht das Bankensystem sich zusammentun können und hätte versuchen können, die kaputten Kandidaten, die man übrigens vorher bewusst auch kaputt gemacht hat, besonders die öffentlich-rechtlichen Banken, Bayern LB, Nord LB und so weiter, hier Sachsen LB, die ganz klassischen, dass man die vielleicht hätte finanzieren können. Bitte? West LB, genauso. Die wirklich zerstört wurden, und zwar generalstabmäßig zerstört wurden aus dem Finanzkapital. Wer die Zusammenhänge versteht, ich behaupte einfach mal, dass ich da eine ganze Menge von verstehe. Denn es ist relativ einfach zu verstehen, wie diese Kriege laufen. Das sind Kriege, die da laufen. Ich finde das schon sehr spannend. Aber gehen wir weiter im Text. Wir wissen ja, Guthaben und Schulden müssen ja identisch sein. Das ist ja dasselbe. Das hatte ich ja vorhin gemalt. So, der Staat. Das wird immer von den Neoliberalen gerne genannt, der Staat ist ja immer der Böse, der Staat ist der Abzocker, der greift letztendlich die Dinge ab, die Gelder ab, die andere Menschen ehrlicher arbeiten. Jetzt gucken wir uns mal an, wie gut geht es denn dem Staat? Sieht so der Täter aus? Oder sieht vielleicht eher so der Täter aus? Also man muss erst mal sehen, wo sind denn die Gelder hingegangen? Nein, der Staat hat ständig dafür gesorgt, die Unternehmen zum Beispiel, die machen Gewinne. Die Gewinne, die rausgeschüttet werden, wo gehen die Gewinne hin? Natürlich auf Konto 1, auf die privaten Haushalte, wo dort sitzen die privaten Portfolios, ist doch logisch. Und wenn da nicht mehr genug kommt und die Leute wollen weiterhin Geld anlegen, dann muss irgendwann der Staat sich verschulden und die Zinsen regeln. Das heißt, der Staat ist letztendlich derjenige, der längst nicht an der Macht ist, sondern dranhängt am System, dranhängt an den eigentlichen Lobbyisten des Finanzkapitals. Das heißt, der Staat ist Handlanger. Handlanger. Also die Gerichtsvollzieher. Die Gerichtsvollzieher, die für Banken auftreten und den Menschen dann letztendlich ihr Hab und Gut wegnehmen, welches zustande gekommen ist, weil oft die Banken Geld verliehen haben, falsch. Banken verleihen gar kein Geld, Banken vergeben Kredite. Und wenn Banken Kredite vergeben, ohne eine eigene Leistung dafür zu erbringen, müsste man sich darüber unterhalten, ob das überhaupt rechtens ist. Das will ich jetzt mal gar nicht jetzt, das sollte man einem Gericht überlassen, aber man darf es nicht einmal hinterfragen. Ich hinterfrage nur, ich will jetzt gar nicht urteilen, ich will fragen. Gut, das ist also die momentane Situation und jetzt gucken wir uns das an. Ein Konto fehlt noch, das stellen wir gleich fest, weil Sie sehen, es passt noch nicht. Das ist nämlich das Ausland. Das Ausland beispielsweise ist bei uns verschuldet mit 1 Billion. 998 Milliarden hier in diesem Fall. Was heißt das? USA, Griechenland, Spanien, wer auch immer. Sie sind bei uns verschuldet. Und wie kommt das? Ja, wir wollen, die Amerikaner wollen die Mercedes fahren, die wollen Porsche fahren, die wollen Siemens Computer haben. So, und jetzt sagen die deutschen Unternehmen, wie, ihr könnt nicht zahlen. Ja, was machen wir denn da? Anschreiben. Dann sagt, kein Problem, wir leihen euch was. Das ist nichts anderes. Der Laden ist zwar pleite. Das heißt, die Amerikaner bekommen einen Kredit, obwohl überhaupt nicht mehr kreditwürdig. Da gibt es nämlich gar keine Sicherheiten mehr, aber sie kriegen das Geld. Und warum? Weil mit diesem Geld natürlich die deutschen Produkte gekauft werden müssen. Sonst würde ja die deutsche Wirtschaft zusammenbrechen. Die Gewinne, die BMW, Mercedes oder Siemens macht, die landen aber nicht bei den Arbeitern oder bei den Unternehmern oder bei den Zuliefererbetrieben von BMW, sondern die Gelder werden natürlich ganz sportlich an die Aktionäre verteilt und die sitzen dann wieder in den USA. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Gelder werden nie zurückgezahlt. Die können eigentlich nie zurückzahlen und kriegen trotzdem Kredit. Wir reden davon, dass wir Außenhandelsüberschüsse haben. In Wirklichkeit haben wir keine Außenhandelsüberschüsse, sondern wir haben überschüssige Arbeit, die wir den Amerikanern zur Verfügung stellen. Und das kostenlos, das ist unser Problem. Applaus
Jeder Deutsche arbeitet im Jahr für mehrere tausend Euro, die den anderen Ländern zur Verfügung gestellt werden, ohne dass sie in Deutschland in irgendeiner Form dem Konsum oder sonst wie zur Verfügung stehen. Die kommen nicht zurück. Geschenke. Und wenn man sich dann mal anguckt, müsste man sich natürlich mal auch fragen, wenn wir mal in die Deutsche Bundesbank gehen oder auch in die Konzerne gehen, wo sind eigentlich die gesamten fremden Währungen, die ganzen Währungen, die wir eigentlich haben müssten in Deutschland? Dann wird es ganz besonders lustig. Dann stellt man fest, komisch, wir sind ein Exportweltmeister, aber das ist China auch. China hat Billionen in Dollarnoten. Wo haben eigentlich die Deutschen ihre Billionen oder ihre Hunderte von Milliarden an Dollar? Ja, und da kommen wir wieder mit unserer Geschichte in Konflikt. Und da stellt man fest, dass bei uns irgendwelche anderen Regeln gelten. Aber das würde hier zu weit führen. Meine Damen und Herren, ich wollte Ihnen damit einmal ganz kurz darstellen, wie die Weltgeschichte hier läuft. Wir werden für dumm verkauft und das auf ganzer Linie. Das ist nichts Neues. Das Problem ist, was wir brauchen. Wir brauchen eine exakte Sprache. Wir brauchen eine saubere Kommunikation und wir können eben halt mit diesen Methoden der politischen Korrektheit nicht mehr weitermachen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Andreas Popp.